Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Builders 2 auf der Switch. Versuchen wir mal hier irgendwie... Ach, man kann das Wasser einfach wieder einsammeln mit dem Topf. Naja, dann ist es ja gar nicht mal so schlimm, was wir hier mit dem Feld da oben gemacht haben. Das einzige Problem ist jetzt... Wenn ich das mit Wasser hier benässen muss... Dann wäre es natürlich blöde, wenn das Wasser die ganze Zeit da hinten runterfließt. Das heißt, ich müsste das auf eine Ebene tiefer legen. Naja, reden wir vielleicht erstmal mit Rosi, bevor wir hier weitermachen. Ich denke mal, die wird noch irgendwas dazu sagen. Dann mal los, Huxel. Pflanzen wir die Zuckerrohrsetzlinge ein. Meister Pastorell. Da kommt er direkt angelaufen. Der kleine Zauberer. Hm, also Lehrling, möchtest du lernen, wie man Zuckerrohr anbaut? Das Geheimnis ist, es auf einem Feld anzupflanzen, das vollständig unter Wasser steht. Stell einfach eine Vogelscheuche ins Wasser, wie du es auch bei jedem anderen Feld tun würdest, und pflanze die Setzlinge drumherum. Ich verstehe. Deshalb hast du Huxel losgeschickt, um den Topf ohne Boden zu holen, damit er das Wasser auf unser neues Zuckerrohrfeld gießen kann. Ich werde Rosi hier alle Einzelheiten beibringen. Falls du mehr wissen willst, solltest du bei ihr nachfragen. Na los, Huxel, fangen wir an. Setze ein Feld unter Wasser, pflanze ein paar dieser Zuckerrohrsetzlinge darauf ein und warte darauf, dass sie wachsen. Also tatsächlich, ich muss das hier unter Wasser setzen. Das Blöde ist natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das Wasser hier immer wieder runterfließt. Heißt, ich werde jetzt erst einmal... Upala, das wollte ich gar nicht... Oh, ich muss mal einmal kurz auf den Hammer wechseln. Das heißt, ich werde das Feld jetzt hier einfach ein bisschen verlagern. Und zwar eine Ebene nach unten. Also ich werde das jetzt einfach eine Ebene weiter nach unten verschieben. Und dann werde ich hier eine Vogelscheuche gleich hinstellen und dieses Gebiet hier vielleicht abtrennen. Beziehungsweise muss ich das überhaupt abtrennen? Nö, ich kann das auch eigentlich so lassen. Denn der Radius der Vogelscheuche gilt ja hier vorne immer noch. Okay, also ich werde das hier einfach eine Ebene tiefer legen. Und dann hier alles voll mit Wasser kippen und dann die Setzlinge einsetzen. Und dann müssten wir das Problem behoben haben. Heißt, dann können wir hier jederzeit das Zuckerrohr ernten. Naja, stellen wir die Vogelscheuche einfach nochmal kurz neu. Ich weiß nicht, ob man die neu stellen muss. Ehrlicherweise probieren wir es einfach mal. Also, schön die Vogelscheuche hier vorne nochmal hin. Und gilt das da vorne auch noch mit? Ah, das gilt mit. Dann müssten sie ja gleich anfangen, das alles hier umzugraben. Da? Kommen die Dorfbewohner? Oh. Also ich schätze, irgendwann sollten sie auf jeden Fall kommen und hier alles umbuddeln. Reden wir erst einmal mit der lieben Bibi hier vorne. Hey Huxel, wie läuft's? Wie? Du findest, ich sehe irgendwie müde aus, also erschöpft? Hör zu, ich bin echt begeistert davon, wie der Hof sich macht. Diese Felder und die Pflanzen sind echt der absolute Kracher. Aber hier stinkt's wie eine Gibbonze mit Achselschweiß. Ich muss dauernd den Atem anhalten, um mir nichts in den Mund zu würgen. Kannst du mir einen Gefallen tun, also ein Badehaus bauen oder sowas? Ich weiß doch, dass du es drauf hast. Kannst du nicht in Sekundenschnelle so einen Bauplan kritzeln für ein Bad und das denn bauen? Aber ein simples Badezimmer reicht nicht. Für ein Mädel wie mich, da musst du schon etwas herausputzen. Mach's so richtig schick. Ist mir egal, wo du es hinbaust. Platzier den Bauplan einfach da, wo du, naja, glaubst, dass es cool aussieht, okay? Ah, Huxel überlegt offensichtlich und grübel, grübel und studier. Er erlernt ein neues Rezept, denke ich mal. Na, zumindest hat er einen Bauplan gezeichnet. Ist ja schon mal die halbe Miete. Also wir haben jetzt einen Bauplan für ein Badehaus und... Ah, Moment. Doch, wir lernen eine neue Anleitung. Und zwar für eine einfache Badewanne. Ein hölzernes Heißwasserbecken, in dem Kummer der Kopf gewaschen wird. Dient als Badegelegenheit. Wundervoll. Gut geplant. Du kannst Baupläne platzieren, wo du möchtest. Wenn du ihren Standort ändern willst, drückst du Y bzw. nicht Y, Minus. Wieso verwechsel ich denn immer Y und Minus? Drücke Minus, während du über einem stehst und wähle die Option zum Entfernen aus. Ich würde sogar sagen, ich werde den Gebäudeteil hier abreißen und ich glaube, ich stelle das Badehaus hier vorne hin. Also war mir immer noch nicht so ganz sicher beim letzten Mal, was ich jetzt überhaupt hier vorne mit dem Teil machen soll. Und ich glaube,
Also mit dem Teil hier vorne meine ich. Ich glaube, ich werde das tatsächlich abreißen. Und dann kommt hier einfach an diese Stelle das Badehaus. Und ja, dann haben wir hier ein Badehaus. Also könnte schlechter sein. Dann haben wir zumindest hier einen Raum, der irgendwie einen Zweck erfüllt. Und das Ganze ist dann noch so schön angebunden an den restlichen Komplex hier. Ah, Moment. Das wollte ich jetzt gar nicht. Das war jetzt gar nicht mehr so klug. Ah, machen wir das Holz wieder hier ausbuddeln. Da kommt das hin. Und das hier wird erstmal kurz entfernt. Also die Tür wird erstmal kurz entfernt. Momento. Ah, jetzt haben wir hier wieder eine normale Wand. Hä, du kannst das nicht tun? Doch, wollte ich doch sagen. Also schön alles hier einreißen. Ja, und wie schon gesagt, also an diese Stelle kommt dann hier einfach gleich das Badehaus hin, damit wir den Auftrag hier auch schön erfüllt bekommen. Und ihr seht übrigens schon im Hintergrund, mein Dorf fängt langsam an, oder meine Dorfbewohner fangen langsam an tatsächlich, den Boden umzugraben, damit ich das Zuckerrohr da gleich dann doch mal reinstellen kann. Da gibt es auch mächtig viele Herzchenpunkte noch, die werde ich selbstverständlich auch alle einsammeln. Oh, schön, alles kaputt hatten hier vorne. Ah, rucki zucki kriegen wir das hier eingerissen. Gucken wir mal, die Tür kommt natürlich auch weg. Ich sollte vielleicht noch den Dielenboden hier ein bisschen weiter durchziehen. Ich muss mal erstmal schauen, wie groß der Bauplan überhaupt ist, damit ich mir erstmal ein Bild davon machen kann, wie viel Platz ich hier prinzipiell überhaupt brauche. Aber das finden wir alles noch raus. Oh, Monster erscheinen bei der Siedlung. Oh, 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 ich sehe, da vorne sind ganz viele. Was sind denn das? Sind das Dracos? Oh, oh, oh. Ja, wir kümmern uns drum, schreit Melroth hier vorne schon. Und ich sollte mich wahrscheinlich auch mal drum kümmern. Oh, nee, das sind Ameisen. Das ist eine Ameisenarmee. Na komm, verzieht euch. Oh, Hilfe, Hilfe, schreien sie alle. Geht weg. Die wollen mir hier meine Erträge klauen. Gibt's doch gar nicht. Haben die Samen dabei oder haben die die geklaut? Ich glaube, die haben sogar Samen dabei gehabt, die Ameisen. Kann das sein? Oder ist eine große? Ah, aber die haben wir auch besiegt. Und die Monster wurden besiegt. Das war's also hier an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, wie schon gesagt, dass wir hier vorne vielleicht mal das Zuckerrohr einpflanzen. Ja, ist ja genug Platz hier noch. Und ihr seht schon, die Anzeige rechts erhöht sich auch. Baue viele Feldfrüchte an. Wir müssen natürlich noch weitaus mehr pflanzen. Wir werden auch noch ein bisschen mehr Platz brauchen. Vielleicht lege ich an der anderen Seite des Dorfes auch noch ein Feld an. Wäre vielleicht sinnvoll. Ich werde auf jeden Fall auf Dauer zumindest mehr Platz benötigen. Schön, schön, schön. Na? Und damit haben wir das hier. Dann wechsle ich mal einmal auf den Topf und gieße hier alles mit Wasser voll. Und dann müsste ja eigentlich das Zuckerrohr irgendwann wachsen. Oh, jetzt habe ich Melroth unter Wasser gesetzt. Na, Melroth? Nass geworden? Boah, der kommentiert das gar nicht. Na gut, wie groß ist denn der Bauplan? Kommen wir zu den interessanteren Sachen. Oh, da, da, da. Ja, ist schon ein bisschen größer hier das Ganze. Ich denke mal, das sind Wände am Rand. Ja, aber ich baue den einfach mal hier hin. Und dann schauen wir mal. Das müsste ja wirklich eine ganz gute Ergänzung sein, eigentlich zu dem bisherigen Haus. Dann gucken wir mal in den Bauplan rein. Wir brauchen auf jeden Fall Weichholz 22 und 24 Dielenboden. Ah, da, da, da. Ich stecke mir mal die richtigen Sachen hier ins Inventar und pack den Rest mal weg, damit ich da ein bisschen mehr die Übersicht habe. Also 22 Weichholz, 24 Dielenboden. 22 Weichholz. Ah, ach, das ist sogar markiert. Schaut mal, da ist eine Markierung im Menü, was man braucht. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und 24 hiervon. Dann brauchen wir einen Türvorhang, drei Keramikleuchten. Oh, 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 oh. Einen Türvorhang habe ich nicht. Keramikleuchten auch nicht. Das können wir direkt mal craften. Wenn wir schon mal dabei sind. Dumm-di-dumm-di-dumm. Einmal unseren Crafting-Raum gehen. Also, Keramikleuchten, beziehungsweise hier. Ach, da steht auch sogar die Anzahl dabei, in der man craften muss, beziehungsweise die man craften muss. Seht ihr das? Da ist so eine kleine rote Nummer drüber abgebildet. Das ist ja praktisch. Also eine super Komfortfunktion. Also da braucht man auch gar nicht großartig rumraten oder so. Das finde ich ja echt gut. Also das haben sie wirklich schön gemacht, muss ich sagen, die Entwickler. Also Respekt. Das hier ist wirklich komfortabel. Da hat man wirklich eine sehr, sehr schöne Übersicht und ja, es ist sehr, sehr gut strukturiert hier alles. Hier unten brauche ich noch Wandbehänge, da brauche ich Grasfasern ohne Ende. Das heißt, wir müssen gleich erstmal Grasfasern sammeln. Das machen wir vielleicht auch.
Aber erst am nächsten Morgen. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz schlafen. Den Schlafraum, den könnten wir hier eigentlich auch mal schöner machen. Ist auch noch so ein Projekt, was hier so auf Dauer vor uns liegt. Und erstmal stehen wir natürlich auf. Unser ganzes Dorf steht mit uns auf. Guten Morgen, liebe Leute. Liebe Sorgen, wollte ich schon sagen. Nein, nein, nein. Sorgen haben wir gar keine. Und oh, Rosi ist glücklich. Sehe ich gerade. Schaut mal an. Rosi hat ein Häkchen über dem Kopf. Ich denke mal, wahrscheinlich, weil das Zuckerrohr ein bisschen gewachsen ist. Schaut mal da hinten rechts im Bildschirm. Ihr seht schon, das Zuckerrohr ist etwas größer. Dein Bauernhof ist wunderschön, Huxel. Wenn du mich lässt, helfe ich gern. Denk nur an all die Nahrung, die wir hier anbauen könnten. Sagt Lilly. Ich habe nämlich aus Versehen mit Lilly gesprochen. Die habe ich gar nicht gesehen. Die war hinter der Tür, die Kleine. Na komm, Rosi. Was möchtest du denn sagen? Huxel, sieh mal, unser Zuckerrohr hat gekeimt. Du hast offensichtlich verstanden, wie man Felder im Wasser anlegt. Ich hätte von unserem persönlichen Erbauer auch nichts anderes erwartet. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber es duftet schon herrlich süß. Ich wette, aus diesem Zuckerrohr können wir köstliches Essen herstellen. Und nicht nur das, ich könnte mir eins in die Nase stecken und diesen herrlich süßen Duft rund um die Uhr genießen. Besser wäre es, wenn du dir beim Schlafen Zuckerrohrsetzlinge in die Ohren steckst. Am Morgen sprießen dir dann ausgewachsene Pflanzen aus den Nasenlöchern. Ich mach nur Witze. Das war ein Witz. Herrgott, das war doch nur ein Witz. Tu das deiner Nase bitte nicht an. Oh. Die verstehen sich aber ganz gut, die beiden, ne? Die Rosi und der Al. Jetzt, da wir wissen, wie man Zuckerrohr anbaut, können wir so viel davon pflanzen, wie wir möchten. Und das Beste, wir müssen es nie gießen. Jetzt haben wir 3 Sorten Nutzpflanzen angebaut, aber wir brauchen noch 2 weitere. Sobald ich herausfinde, wo wir noch mehr Samen finden, erfährst du davon. Und damit ist diese Aufgabe hier erledigt und wir können uns weiter auf unser Badehaus fokussieren. Was wollte ich denn holen? Ich wollte Fasern besorgen. Ja, ich weiß gar nicht, wo kriegen wir denn hier Fasern her? Boah, wann habe ich das letzte Mal Fasern gesehen? Hier irgendwo auf den Feldern. Ah, da kriegt man so ein bisschen was. Oh, haben wir da unten übrigens einen neuen Gegnertypen? Schaut mal, da sind Schleime in Muscheln. Ich nenne die jetzt Muschelschleime. Oh, wie süß. Guckt euch die mal an. Der sieht ja goldig aus. Na, ich hau trotzdem auf dich drauf. Denn ich möchte wissen, was ich für Loot von dir bekomme. Ah, renn doch nicht weg. Und? Oh, ein Panzer. Gar nicht mal so schlecht. Vielleicht mache ich davon noch ein paar kaputt. Ich muss hier sowieso ein bisschen lang gehen, weil ich die ganzen Fasern brauche. Dann kann ich genauso gut hier so ein paar Muschelschleime zerstören. No. Ach, Sand könnte ich hier auch mitnehmen. Ja, für Sand habe ich bislang noch keine Verwendung gefunden. Ist das hier? Das sind Algen wahrscheinlich. Ja. Oho, Fässer. Gibt es hier irgendwo einen Schatz? Nö. Ich habe gedacht, vielleicht wäre hier ein Schatz angespült worden. So klassisch, ne? Auf einer Insel ein Schatz wurde angespült und ein Abenteurer findet den Schatz. Aber leider ist hier keine Spur von Schätzen. Wobei ich übrigens so grundsätzlich glaube, auf der Insel werden schon noch irgendwo Schätze sein. Also ich gehe ganz stark davon aus, schätze, dass hier noch Schätze auf der Insel sind. Und wir werden auf jeden Fall auch noch ein bisschen uns auf der Insel so allgemein umschauen und diverse dieser Schätze noch suchen. Wenn wir ein bisschen Glück haben, finden wir sie auch. Jetzt müsste ich aber auch langsam mal genug Fasern zusammen haben. Ja. Ich glaube, fasertechnisch reicht das hier. Futtern wir mal ein paar Algen, denn ich sehe, Huxel hat auch schon ein bisschen Hunger wieder bekommen. Und gehen mal zurück ins Dorf. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier jetzt das Badehaus zu Ende bauen können mit diesen neuen Materialien, die wir gewonnen haben. Nee. Grasfasern. Ach Moment, das war gar nicht das richtige Material, was ich hier gesammelt habe. Nee, das war gar nicht das richtige Material. Oh, jetzt habe ich mich vertan. Moment, was war das denn hier? Trockenes Gras. Ach, ich Idiot, das war trockenes Gras. Aha, da habe ich nicht dran gedacht. Nein. Das war jetzt natürlich nicht ganz so klug. Ja, dann gehen wir vielleicht allgemein noch mal ein bisschen auf Materialiensuche. Moment. Was brauchen wir? Also wir brauchen Fasern. Boah, wo kriegt man denn mal Fasern her? Was war das denn nochmal? Woher kriegt man denn Fasern? Grasfasern? Ja, aus Grasbüscheln oder so, ne? Oder kriegt man das von den Lianen vielleicht? War das das Zeug, was man von den Lianen kriegt? Wir gucken uns einfach mal so ein bisschen auf der Insel um. Und irgendwann werden wir mit Sicherheit auch Grasfasern bekommen. Ich weiß nur eben aktuell nicht so ganz, woher. Nee, also hierher aus diesem kleinen Büschlein jedenfalls nichts. Vielleicht da unten irgendwo?
Ja, die Erkundung, die kommt auf jeden Fall schon schneller als gedacht. Vorhin habe ich noch gesagt, wir gehen ja irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen erkunden. Und jetzt ist dieser Moment anscheinend gekommen. Also, was ist hiermit? Diese Lianen? Nee. Da kriegen wir dieses Seilzeug her. Ha! Wo kriege ich denn Grasfasern her? Wo sind Grasfasern? Ich brauche Grasfasern. Naja, zerstören wir mal ein paar Monster und schauen mal, ob wir hier oben noch irgendwo Geheimnisse finden. Und ansonsten, ja, gehen wir einfach mal ein bisschen über die Insel und sammeln eben einfach mal Allgemeinmaterialien. Ich denke mal, früher oder später werden wir auf jeden Fall auch auf Grasfasern stoßen, schätze ich zumindest. Wir könnten hier zum Beispiel auf den Berg hoch und könnten uns ja einfach mal umschauen und mal gucken, ob wir irgendwo Grasfasern sehen, beziehungsweise ob wir irgendwo ein Waldgebiet sehen. Da unten haben wir übrigens diesen riesigen Gegner. Den möchte ich eigentlich auch gar nicht kennenlernen aktuell. Vor dem habe ich so ein bisschen Angst. Ich habe irgendwie so die Vermutung, der tötet uns. Ah, boah, 12 Schaden habe ich bekommen. Wo kriege ich Gras her? Wo kriege ich Gras her? Wollen wir mal auf die Karte gucken? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal auf die Karte. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein Gebiet finden mit Gras. Wo könnten wir denn noch hingehen? Wir könnten natürlich zum Sumpf noch. Ist es vielleicht am Sumpf? Kann das sein, dass man die Materialien aus dem Sumpf vielleicht bekommt? Boah, ansonsten fällt mir jetzt aber auch nichts mehr ein, ehrlicherweise. Müssen wir mal hier vorne schauen? Sind hier... Ach, da liegt noch was! Ach, hier sind Grasfasern. Ach, hier vorne sind Grasfasern. Hierher bekommt man diese Grasfasern. Aus dem Schilf. Ja, Schilf und Gras, ob man das jetzt irgendwie so direkt miteinander in Verbindung bringt, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall ein paar Grasfasern und vielleicht sammle ich sogar nochmal einen Tacken mehr von denen. Einfach nur, damit wir ein bisschen was auf Vorrat haben. Und dann können wir mal zurückgehen und dann können wir uns tatsächlich mal um das Projekt Badehaus kümmern. Also, na, Grasfasern möchte ich haben. Also zurück zum Bauernhof. Und der ist natürlich hier vorne und wir teleportieren uns selbstverständlich dahin. Und sind auch schon angekommen. Eine sehr, sehr schnelle Geschichte. Dann also mal ran in den Crafting Table und wir schauen mal da. Wir brauchen also 3 Wandbehänge, beziehungsweise 3 von diesen Handtuchhaltern hier. Und einmal Stoffsäcke. Und ich glaube, dann haben wir alles zusammen. Oder? Ja, ich glaube, wir haben alles gecraftet. Dann gehen wir mal zurück zu dem Bauplan und schauen mal, wo wir was hinstellen müssen. Fangen wir mal mit dem Türvorhang an. Vielleicht, beziehungsweise, nee, fangen wir mal mit dem Weichholz an. Hier bis zu diesem Punkt. Beziehungsweise, nee, ich brauche mal eine Orientierung. Ich würde sagen, ich packe erstmal den Türvorhang hier hin. Moment. Ich nehme mal die ganzen Sachen jetzt aus dem Inventar nochmal raus. Ich packe ja immer gerne die Sachen in den Beutel, einfach weil ich ein bisschen mehr Übersicht haben möchte. Und jetzt packe ich sie aber alle raus, damit wir hier ordentlich bauen können. Und wir fangen an mit dem Türvorhang. Der kommt jetzt hier hin. Nicht schlecht. 1% haben wir schon mal. Dann haben wir diese 4 Töpfe. Wo kommen die hin? Diese Zuber, die kommen dahin. Aha, also einer hier hin. Und 1, 2, 3 Stück hier vorne hin. Dann haben wir eine Badewanne. Die kommt da hinten in die Ecke. Also hier vorne in diesem 4-Block-Bereich. Zoink. Oh, die kann ich auch benutzen. Huxel kann also baden gehen später. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann haben wir einen Topf, der kommt da an die Seite. Und einen Schemel, der kommt hier vorne hin. Aber hier kommt ein Topf hin. Und hier kommt ein Schemel hin. Nein, das gibt's doch gar nicht. Oh, Huxel setzt sich erstmal. Jetzt greifen hier die Monster das Dorf an. Genau dann, wenn ich hier baue. Das ist aber gemein. Das ist schon wieder so eine Ameisenarmee. Die hatten wir vorhin ja schon mal. Sind die vielleicht sauer, weil irgendwie ihre Freunde umgebracht wurden? Kann das sein? Die kommen sicher, um Rache zu üben an uns. Und ich denke mal, da ist wahrscheinlich auch wieder so eine Riesenameise mit dabei. Die Mutterameise, die Königin. Und die werden wir aber natürlich auch wieder besiegen. Da oben ist sie auch. Schaut mal. Oh, die ist aber echt... Die ist ja echt fett. Nein! Die nimmt uns hier unsere Samen weg. Geh weg! Lass mein Feld in Ruhe.
War's das? Die Monster wurden besiegt zum zweiten Mal. Das heißt, wir können hier endlich wieder mit unserem Bau fortsetzen. Futtern wir mal zwischendurch noch ein bisschen was. Denn Huxel hat schon wieder Hunger. Der hat immer nur Hunger, oder? Also Huxel ist auf jeden Fall die Figur im Spiel, die hier den größten Appetit immer mitbringt. Und wo war ich denn gerade? Ich habe hier den Schemel hingestellt. Und dann geht es doch einfach mal weiter mit nom 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 nom, dem Dielenboden. Der kommt hier vorne hin. Muss ich das zwei Felder hochbauen? Wahrscheinlich schon. Schätze ich zumindest mal. Und es geht bis ein Feld neben dem Topf. Also bis hier vorne. Wie, du kannst da nicht platzieren? Warum kann ich das nicht platzieren? Oh, ich habe den Gegenstand gewechselt. Naja, das erklärt das natürlich. Ach, das wird ein schönes kleines Haus. Glaube ich zumindest. Das werde ich unten auch einfach noch um einen Stein erweitern. Damit das ein bisschen mehr gerade ist. Beziehungsweise um eine Reihe erweitern. Hier um eine Holzreihe, nicht Steinreihe. Ich verwechsle öfter mal Stein mit Holz, das kennt ihr ja schon. Also hier ziehe ich jetzt einfach mal das Ganze noch ein bisschen weiter. Damit sich das vielleicht wieder mit dem normalen Gebäude hier eint, das Ganze. Bis hier vorne. Ja, schön. Das integriert sich auf jeden Fall hier super, finde ich. Ja, sieht echt hübsch aus, das Ganze. Und wo wir hier gerade bei dem hellen Holz sind, da bauen wir natürlich auch noch ein bisschen was hin. Nämlich hier vorne hin. Da muss es nämlich hin. Das hat die Bauanleitung uns ja vorgegeben. Ah, Moment, den Stein da oben, den machen wir noch kaputt. Beziehungsweise den kann ich hier vorne einfach hinlegen. Und dann war es das ja auch schon fast. Was haben wir da noch? Kleiner Raum ist es jetzt aktuell. Die Keramikleuchten fehlen uns und der Dielenboden muss da vorne noch hin. Also hier gehört noch Dielenboden hin. Sehr schön. Und was haben wir jetzt noch? Nur die Keramikleuchten fehlen, glaube ich, noch. Nee, die Handtuchhalter, die kommen da an die Seite. Die habe ich vorhin gar nicht mehr gesehen. Das ist aber echt ein schönes kleines Badehaus, finde ich. Also gefällt mir optisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Kleines rustikales Bad haben wir also schon mal. Das ist aber noch nicht vollständig, denn da vorne kommen noch diese kleinen Stoffsäcke hin. Hier an die Seite. Schön. Und jetzt haben wir wirklich nur noch die Keramikwandleuchten. Und davon kommt da vorne eine hin und außen kommen zwei dran. Also hier eine. Ah, beziehungsweise eigentlich eine Ebene. Nein! Oh, ich wechsle manchmal aus Versehen auf den Topf. Das muss ich mir irgendwie mal abgewöhnen. Ja, nimm doch mal die Kerze, Huxel. Du sollst ihn da oben dran packen. Geht doch. Und jetzt kommen hier vorne noch zwei hin. Oh, die Dorfbewohner, die kommen schon gucken. Die kommen schon gucken, oder? Kann das sein? Denn das war's gleich. Gleich haben wir's. Ja, und das war's. Huxel stellt Folgendes fertig. Badehaus. Oh, wie wundervoll. Aha! Großartig, sagen sie alle. Und jeder freut sich hier. Denn mein ganzes Dorf stinkt bald nicht mehr. Bald stinkt mein Dorf nicht mehr. Dann mache ich das hier doch nochmal ein bisschen kleiner. Ich würde sagen, die Wand hier, die nehme ich noch weg. Und das sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich da irgendwie zweimal Wand direkt nebeneinander habe. Finde ich zumindest persönlich. Ausgezeichnet, sagt ihr Pastor L. Ach, Pastor L. Den habe ich auch lieb gewonnen. Na, jetzt ist es doch viel hübscher als vorher. Und ich würde sagen, wir sprechen natürlich auch mal mit der Bibi, denn die wollte ja, dass wir diesen Auftrag hier überhaupt angehen. Wo ist sie denn? Da vorne läuft sie rum. Und was hat sie zu sagen? Heiliger Bimbam, das Badezimmer ist genau, wie du es gezeichnet hast. Vielen Dank. Ab jetzt können alle den Schlamm und den Dreck abwaschen, mit dem sie bedeckt sind. Und noch wichtiger, werden etwas weniger streng riechen. Ich werde ab jetzt jeden Tag ein Bad nehmen. Ich hoffe, du versuchst nicht klammheimlich ein Auge zu riskieren. Nein, im Ernst, mach das nicht. Das wäre total uncool. Komm ja nicht auf anrüchige Gedanken, ich mein's ernst. Wenn du das tust, sorge ich nämlich dafür, dass Melroth dich windelweich prügelt. Tada! Und die Aufgabe ist abgeschlossen. Oh! Und Huxel lernt eine neue Anleitung. Rätsel, Rätsel und studier! Ein Badehandtuch! Ein schönes Stück Stoff zum Abtrocknen nach einem bequemen Bad. Abwehr plus zwei. Also, wir haben hier ein neues Rezept gelernt und unser Badehaus erstrahlt hier. Noch mehr könnte es gar nicht strahlen. Und Bonanzo hat einen Auftrag, aber
den schauen wir uns nicht mehr in diesem Part an, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert auch gerne fleißig. So oder so würde ich aber sagen, wir hören uns im nächsten Part, wenn es weitergeht mit Dragon Quest Builders 2. Also macht's gut, euer Huxel. Ciao.